Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Tag. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich es schaffe zu schneiden, dieses Video. Ich bin mit dem Schneiden tatsächlich ein bisschen hinterher. Ich merke halt einfach, der Alltag läuft nicht so flüssig wie, bevor Nick halt auf die Welt kam. Aber das ist ja total selbstverständlich. Ob mich das stresst? Nein, nicht wirklich. Also, mich früher wahrscheinlich gestresst. Ich muss kurz zu Nick, Mike. Ja, es stresst mich nicht wirklich. Also früher hätte mich es wahrscheinlich gestresst. Ziemlich sicher. Aber ich bin mittlerweile ganz anders, viel entspannter geworden. Und wenn jetzt auch jemand zu Besuch kommt und es ist zu Hause nicht ordentlich oder wenn ich auf der Straße rumlaufe und aussehe, als hätte ich 2 Wochen nicht geschlafen, jeder, der mich kennt oder ein bisschen Ahnung hat, wie es sein kann mit 3 Kleinkindern zu Hause oder 2 Kleinkinder, ein Baby zu Hause, kann das nachvollziehen, und wenn nicht, ist es ja mir im Prinzip auch egal. Ich meine, ich gebe ja mein Bestes und ich möchte ja trotzdem auch ausgeglichen sein und trotzdem gut gelaunt sein. Also ich bin total entspannt. Ich bin die ganze Zeit am Machen und Tun, also aufräumen, da Kinderbeschäftigung, dies und das, und mehr kann ich auch nicht machen. Ja, aber mit YouTube-Videos mache ich ja halt trotzdem weiter. Es ist halt einfach so ein... Ich mache das unheimlich gerne, wirklich. Also ich nehme euch da so gerne mit durch meinen Tag. Mit dem Schneiden muss ich halt gucken, wie ich da hinterherkomme. Versuche aber beim Schneiden auch immer, es schnell zu machen. Deshalb, wenn es jetzt nicht ganz so interessant geschnitten ist oder gut geschnitten ist, ja, dann ist es halt so, ne? Kommen auch andere Zeiten wieder. Ich mache jetzt hier bei Nick ein bisschen den Wickeltisch sauber. Die Betten habe ich gerade eben gemacht. Er ist übrigens wieder hier. Ja, ist halt ein Tragebaby. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Wir schauen mal. Wir lassen das auf uns zukommen. Ich bin ja ganz froh, dass er im Tragetuch ruhig ist. Vielleicht gibt es auch Babys, die sind ja überhaupt nie ruhig, ne? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Deshalb immer positiv denken. Ich habe hier einen Wäschekorb mit Kleidung. Und zwar muss ich bei Nick tatsächlich schon die Größe 56 aussortieren. Er ist sehr groß mittlerweile. Ich habe hier Größe 62 und 68 vom Dachboden geholt. Und habe das auch schon gewaschen, also quasi wieder gewaschen. Die waren ja sauber auf dem Dachboden, aber ich habe es einfach nochmal durchgewaschen. Und diese Sachen werde ich jetzt in den Wickeltisch einräumen. Dann ist es dort auch wieder gut aufgefüllt. Und ja, also gut, hier sind halt einfach ganz viele Sachen, die zu klein sind. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viele Sachen gebraucht. Gerade diese Bodies, die habe ich kein einziges Mal angezogen. Und ja, die hinteren Sachen auch alle nicht. Ich benutze meistens die vorderen Sachen. Aber die hatte ich ja schon, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Sachen neu gekauft habe. Bei Mike war das tatsächlich so, den musste ich mehrmals am Tag umziehen. Er hat sich entweder angespuckt oder die Windel ist ausgelaufen oder so. Deshalb habe ich bei ihm mehr Klamotten gebraucht, jetzt bei Nick. Erst eigentlich ganz sauber. Wenn ich ihn morgens einmal anziehe, dann reicht ihm das auch für den ganzen Tag. Bei Mike war das tatsächlich so, den musste ich mehrmals am Tag umziehen. Er hat sich entweder angespuckt oder die Windel ist ausgelaufen oder so. Deshalb habe ich bei ihm mehr Klamotten gebraucht, jetzt bei Nick. Er ist eigentlich ganz sauber. Wenn ich ihn morgens einmal anziehe, dann reicht ihm das auch für den ganzen Tag. So, ich lege gerade die Wäsche zusammen und wollte noch kurz mit euch quatschen. Und zwar, wie gesagt, ich bin ja so total entspannt. Mich stresst eigentlich aktuell wenig, würde ich jetzt mal sagen. Also, so wie die Situation ist, im Verhältnis bin ich sehr entspannt. Was mir aber ein bisschen zu schaffen macht, sind tatsächlich die Nächte. Ich finde, einen guten Schlaf braucht man, um genug Energie für den Tag zu haben. Also das ist für mich so der Schlüssel zum Erfolg.
Und deshalb war es mir auch immer wichtig, früh schlafen zu gehen, damit ich am nächsten Tag früh aufstehen kann und gut in den Tag starten kann und so weiter und so fort. Aber die Nächte bei mir sind nicht so gut. Es ist halt so, ich kann Nick sehr schwer ablegen, ja. Also, und das Problem ist halt auch, Mike wacht auch voll oft nachts auf, obwohl er ja früher durchgeschlafen hat, aber seitdem der Kleine da ist, wacht er nachts sehr oft auf, ruft nach mir. Ich darf aber den Nick nicht mitnehmen. Ich soll den Nick, ja, weglassen. Und dann probiere ich den Nick kurz halt in die Wiege zu machen, hoffe, dass er eine halbe Stunde ruhig bleibt, solange ich bei Mike bin. Manchmal klappt es, manchmal wacht er halt währenddessen schon auch wieder auf. Dann muss ich wieder zu Nick. Sage ich zu Mike, ja, warte ganz kurz. Dann gehe ich zu Nick, versuche ihn kurz zu beruhigen, lege ihn wieder in die Wiege. Dann gehe ich wieder zu Mike, hoffe, dass er dann wieder gleich einschläft. Und ich bin dann halt so die ganze Nacht am Rumrennen, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn der Mike viermal nachts aufwacht und ja, Nick wacht halt dann dementsprechend auch so oft auf. Ja, beziehungsweise ja, also bin halt nur am Rumrennen, so, ne? Deshalb weiß ich nicht, wie ich das mit dem Schlaf richtig machen soll. So, ich ziehe den kleinen Mann jetzt kurz um, wechsle ihm die Windel. Er ist jetzt aufgewacht. Ja, wegen den Nächten, meine Überlegung war es jetzt, ob ich sage, wenn die Kinder zu Bett gehen, ja, wenn wir die Abendroutine machen, ob ich mich dann auch gleich ins Bett lege quasi. Ja, weil normalerweise ist es so, dass ich den Nick abends, wenn ich ihn nicht ablegen kann, ins Tragetuch mache. Dann mache ich die Küche noch sauber, die Wäsche, dann nimmt mein Mann ihn, dann gehe ich duschen und dann gehe ich schlafen. Dann ist aber meistens schon so 9:30. Ja, dann ist aber auch schon so, dass der Mike dann wieder bald aufwacht. Und dann habe ich halt, ja, diese Rumrennerei. Und ich weiß nicht, wie viel ich in der Nacht wirklich schlafe. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich viel. Und ja, wenn ich jetzt vielleicht früher schlafen gehe, also wenn ich die Kinder schlafen lege, dass ich dann auch so direkt danach mich hinlege, dann habe ich definitiv ein bisschen mehr Schlaf. Die Frage ist nur, wann mache ich die Küche, wann mache ich die Wäsche? Die muss ich dann davor irgendwo unterbringen, ne? Der Tag hat ja nicht mehr Stunden. Das ist halt so ein bisschen, ne? Das bleibt dann liegen. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren. Oder eventuell sogar sagen, ich lege mich mittags mal hin und schlafe, ne? Dass die Kinder entweder alleine spielen oder mal eine Stunde Fernseher gucken dürfen und ich schlafe eine Stunde. Ich weiß es nicht, weil auf Dauer, ich merke das, also wenn man das paar Nächte hat, dann ist das ja in Ordnung. Das kann der Körper abhaben, aber wenn das auf Dauer ist, das ist einfach zu viel. Ich habe das jetzt schon eine Weile und merke, jetzt kommt einfach die Müdigkeit, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Und ja, deshalb schaue ich mal. Oh, aber ich bin so, so verliebt in die Kinder. Also ich würde jetzt niemals ihnen die Schuld geben, wenn es daheim stressiger ist oder einiges liegen bleibt oder so. Oder die Nächte schlecht sind. Ich gucke die einfach an und verspüre einfach so viel Liebe. Ich könnte sie auch die ganze Zeit abknutschen. Ja, die sind so, so, so süß. So, unsere Hebamme war gerade da. Ja, sie kommt immer noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange. Sie kommt jetzt in 2 Wochen auf jeden Fall nochmal. Und dann vielleicht noch einmal, denke ich. Also ich weiß nicht. Ich denke nicht mehr allzu lange auf jeden Fall. Aber sie war auf jeden Fall da. Und sie hat den Niki gewogen. Einfach mal kurz angeguckt. Er sieht blendend natürlich aus. Alles super bei ihm. Er wiegt aktuell 5390 Gramm. Er ist genau 6 Wochen und 2 Tage alt. Er kam ja mit 3,650 auf die Welt.
Er hat einiges in der Woche, in dieser Zeit zugenommen. Ich finde es ja super, weil ich denke, ich habe gute Milch, er ist gut gesättigt und passt soweit alles. Aber ich wollte trotzdem nachfragen, ob das auch in Ordnung ist. Kann ein Baby zu dick werden? Und dann hat sie gesagt, nein, ich soll mir keine Gedanken machen. Ein Kind, das gestillt wird, kann nicht zu viel wiegen, ne, oder zu viel zunehmen. Wenn er das trinkt, nicht rausspuckt, guten Stuhlgang hat, verträgt er alles und er braucht es einfach, er kann es gut verarbeiten und er ist ja nicht, sage ich mal, dick, er ist ja auch groß, ne? Er hat ziemlich viel an Größe zugenommen auch, nicht nur so an Umfang, und deshalb hat sie gesagt, alles tip top, ich soll mir keine Gedanken machen, einfach weitermachen wie bisher. Darfst du noch, ne? Was? Ja. Oder bin ich dann? Ne. So, vier. Jetzt musst du viermal. Puh, hast du Glück gehabt. Jetzt mal schauen, was ich lege. Aussetzen. Aussetzen. Nein, das ist Aussetzen. Ja, aber dadurch, dass wir zu zweit spielen, ist das auch wie Aussetzen. Das ist eigentlich Richtungswechsel. Eins, zwei, drei. Jetzt habe ich verloren. Mama. Oder? Ja. Mama darf pusten. Der hat gepupst, ja. Das jetzt hat Mama verloren. Nochmal. Okay. Ja, wir haben es ja mittlerweile Abend und wie ihr seht, spielen wir gerade Mr. Pups. Das Spiel hat uns der Nikolaus gebracht. Das ist ein super einfaches Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das ist, aber eigentlich kann es jeder spielen. Ja, also Mike spielt jetzt auch mit. Gerade eben hat er nicht mitspielen wollen, aber jetzt hat er gesagt, ich will er mitspielen. Nein, Mike. Ja, rausgegangen sind wir heute doch nicht. Du kannst anfangen, oder? Genau, du darfst anfangen. Mikey. Dann musst du es dir mal. Willst du nicht mal gucken, ob du vielleicht Aussetzen hast oder Richtungswechsel? Ja, Richtungswechsel, dann kannst du auch machen. Ich bin heute übrigens nicht rausgegangen. Es war so kalt, ungemütlich. Mein Richtungswechsel. Dann bist du dran. Deshalb habe ich dann gedacht. Mhm. Richtungswechsel. Und dann ist der Mike wieder dran. Mike, du musst noch eine nehmen, damit du vier, drei. Du? Du? Mike, du kriegst jetzt Karten. Die Kinder sind schon langsam müde. Man merkt es. Ich bin nicht müde. Was? Das glaube ich aber doch. Das heißt, sind jetzt am Abend schon ein bisschen los, bisschen aufgedreht. Ja, es ist jetzt schon spät. Wir haben jetzt 6 Uhr. Jetzt kommt der Papa gleich von der Arbeit. Dann werden wir essen und dann dürfen die Kinder ins Bett. Mikey, bitte nicht den Kopf jetzt ausräumen. Okay, das machen wir morgen ganz in Ruhe und räumen die Sachen dorthin, wo sie hingehören. Okay. Ja, es wird heute nicht mehr so viel passieren. Deshalb beende ich an dieser Stelle den Vlog. Ihr dürft sehr gerne aber auf dem Kanal bleiben und noch ein anderes Video oder so angucken. Das ist für den YouTube-Algorithmus ganz gut. Das pusht so ein bisschen meinen Kanal, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!